Hallo liebe Sonnenköppe, der Dessau-Strömer war wieder unterwegs. Die ersten Vorbereitungen für die Umgestaltung des Albrechtsplatzes in der Art, wie er vor 100 Jahren ausgesehen hat, laufen. Mancher ältere Mitbürger kennt ihn noch als Dimitrov-Platz. Die Straßen müssen total erneuert werden, die Straßenbeleuchtung und auch die Medienleitung. Und der Verkehrsentwicklungsplan sieht vor, dass aus der Kreuzung ein Kreisverkehr werden soll. Von der katholischen Kirche bis zur Albrechtskreuzung entsteht wieder eine Grünanlage, um die die Straßen herumgeführt werden. Auf alten Postkarten kann man noch sehen, wie es damals war. Es wird wieder Rosenbeete und Sitzbänke geben. Der geplante Kreisverkehr wird in der Mitte eine grüne Insel bekommen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2022 dauern. Ob es der Stadt allerdings gelingt, einen neuen Peterichbrunnen zu erstellen, das bleibt abzuwarten. Bis bald, euer Dessau-Strömer.